Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Vive la liberté! Franzosen halt. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich mache das jetzt so, ich werde die Folgen immer ausklingen lassen und dann einfach in die nächste Folge rein. Weil das ist ja wie ein kompletter interaktiver Film. Und da immer Pause machen an den richtigen Stellen ist schwierig. Seltsam. Seltsam? Was ist seltsam? Deswegen entschuldige ich auch, wenn ich nicht zu viel rede. Aber bei dem Spiel geht es ja mehr darum, zuzuhören. Gehen wir. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Toll, mit einem Schuss. Nun gut. Habe ich denn noch... Achso, ich kann... Kommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Hier sieht es ja düster aus. Ich glaube, so langsam schwingt die Stimmung ein bisschen. Okay, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Telefon. Hier gibt so viel zu entdecken, aber dann doch wieder nichts. Das ist irgendwie ein bisschen... Was war denn das? Sind wir? Ja, gerade da, was schnieft denn da so? Oh Mann. Das ist auch nix. Nun gut, wir gehen mal weiter. Ach du Scheiße. Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Oui. Wir auch noch nicht. Was bewege, drücke nach vorn, um Vorsprung hoch zu dingsen. Parkour. Ach so. Was? Drücke da, um husch. Ah. Und husch. Dachte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Toll. Schon vergessen? Hä? Die Jugend gewinnt immer. Ja, ist ja gut. Irgendwann braucht die mal wieder unsere Hilfe. Aber dann werde ich nicht da sein. Wer ist das? Alle Mann. Einer der Flüchtigen ist ein Halbblüter. Ja, nee, ist klar. Werwölfe? Ach, jetzt habe ich wieder volle Munition. Ah, fuck, ey. Mein Weg ist versperrt. Die Minions sind die Lukane.
toll. Wo kommt der her? Da. Ja, daneben. Komm du nur her, du Kleiner. Komm her, Profi. Hab ich ihn erwischt? Pelikane ausschalten, bevor sie sich erholen. Ah! Alter Pille. Ziemlich brutal. Ah! Boah, leck mich am Arsch. Boah, fuck. Wo kommt ihr denn alle her? Dieser Drecksack. Bleib liegen! Wo ist der Nächste? Der ist hinter mir. Ne, da ist er. Komm her. Ah, fuck. Das ging zu schnell. Und du bleibst jetzt auch liegen. Was? Ah. Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Bogenkanone? Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Cool, Bogenkanone. Wuff! Wo ist das Ding? Was ist los? Hoppa! Hoppa! Und ab nach oben. Oh. Hier geblieben! Wo ist denn das Ding hingerannt? Der ist ganz schön schnell. Komm, komm, komm. Und hoch mit dir. Rein. Auf den Weg. Bam. Volltreffer. Alles in Ordnung? Ja. Percival. Wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Tja. Und wer räumt das jetzt weg? Hm. Die haben bestimmt ein Putzkommando. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Was ist das? Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach. Wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Hm. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis. Nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent.
Votre Temerité sera Rariki à un moment important. Oui, mon General. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Wie unfair ist denn das, wenn die auf Französisch reden? Nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Aha, der Hohe Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Ah. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lordkanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu. Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Ja. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Oha. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Aha. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. Oh ja. Oh, ich finde das cool, die Ritter der Tafelrunde. Was halten Sie davon? Oh, ist das geil, schaut euch das an. Die echte Original-Tafelrunde. Oh. Sie haben den Lordkanzler gehört, der Rat wird es nicht billigen. Ist echt schwierig hier zu moderieren, wenn so viel Story ist. Aber guckt euch das an, sogar mit jedem... Sein Familienwappen und echt, ey, oh, geil. Ich bin da voll der Fan voll, auch von dieser Artus-Story und so. Das hat mich damals als Kind schon ziemlich gereizt, ey. Und das finde ich jetzt echt geil, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Und Vampire und Werwölfe geht immer. Also das Spiel ist einfach Hammer. Hammer. Ich bin gerade voll der Fanboy geworden. Das ist Artus' Thron. Geil. Nun gut, ich muss an dieser Stelle allerdings, es trifft sich sehr gut, muss ich nämlich die Folge jetzt beenden. Dann bin ich mal gespannt, was der Rat... Na gut, der Rat wurde jetzt aufgelöst, unser Anliegen wird nicht vorgetragen. Tja, wie es wohl jetzt weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, bleibt dran und lasst euch nicht vom Lykaner beißen.
Also, ciao.